Das Stadtgespräch wird Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern. Hallo und herzlich willkommen zu einem Stadtgespräch-Spezial aus dem Cube in Stuttgart mit dem Blick über die Landeshauptstadt. Und einer, der in der Landeshauptstadt so ein bisschen heimisch geworden ist, das ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, Johannes Bitter vom TVB Hallo. Stuttgart. Ja, seit 1,5 Jahren jetzt beim TVB. Kann man das sagen, dass man als Nordlicht hier in Stuttgart heimisch geworden ist schon? Ja, ich glaube, nach 1,5 Jahren muss man das sagen. Also ich fühle mich sehr wohl. Habe hier schon sehr viel kennengelernt, obwohl ich hier oben heute zum ersten Mal bin und bin beeindruckt, aber so langsam kenne ich mich aus. Dir gefällt es hier so gut, dass du gesagt hast, ja, ein Jahr bleibe ich auf jeden Fall mal noch. Du hast deinen Vertrag um 1 Jahr verlängert. Was waren die Beweggründe für dich, zu sagen, ja, das Projekt gefällt mir und wir haben es ja, da kommen wir gleich noch dazu, in diesem Jahr auch ganz gut gemacht. Da kann man was aufbauen, da kann was entstehen. Ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, das jetzt auch in Ruhe zu durchdenken. Ich bin ja, mit Anfang 30 in einem Alter, wo man sich von Saison zu Saison Gedanken macht. Ich bin ein Spieler, der extrem über Emotionen kommt und davon lebt und dadurch auch seine Leistung pushen kann. Dafür muss man fit sein und das war von Anfang an so besprochen, dass ich das von Jahr zu Jahr sehe, ob ich dazu in der Lage bin. Ich fühle mich gut, wir haben den Klassenerhalt geschafft und deshalb haben die Gespräche jetzt zu diesem hier geführt. Ja, du sagst es von Jahr zu Jahr denken, weil viele Fans werden sich sicherlich fragen, ja, warum nicht 2 oder vielleicht sogar 3 Jahre? Ja, genau aus dem Grund. Also ich habe das im HSV auch in den letzten Jahren so gemacht, dass ich immer mir vorbehalten habe, nach einem Jahr wieder aufzuhören, weil einfach mir muss es Spaß machen und sonst will ich da nicht auf der Bank sitzen oder irgendwo. Ich denke, das ist vollkommen legitim und einfach auch nur fair für beide Seiten. Und wenn die nächste Saison wieder so läuft wie diese, dann reden wir wahrscheinlich in einem Jahr wieder. Trotzdem ist es ja logistisch für dich nicht so ganz einfach, weil du hast es damals schon gesagt, es wird auch so bleiben, dein Lebensmittelpunkt ist und bleibt eben Hamburg, ne? Genau, so wird es auch in Zukunft bleiben. Ich werde pendeln, aber ich denke mal, wir haben alle gemeinsam, Geschäftsführung, Trainer, auch wir als Mannschaft und ich als Torwart, gezeigt, dass man auch so Leistung bringen kann, dass man so Erfolg haben kann. Dazu gehört eine Menge Planung, aber die nehme ich gerne auf mich und bisher sind wir, glaube ich, damit gut gefahren. Du sagst es, weil es hat sehr gut funktioniert. Wenn man allein jetzt mal zurückschaut, vor gut einer Woche, habt ihr den Klassenerhalt klar gemacht. Du hast schon alles gewonnen, also fast alles, außer den Europameistertitel, eigentlich wirklich alles. Champions League, EHF-Pokal, Weltmeister natürlich 2007, aber so ein Nichtabstieg, den ihr in Göppingen klar gemacht habt, der bedeutet auch was, oder? Das bedeutet richtig viel, weil wir wirklich in den letzten 8 Wochen sehr gezittert haben, enorm fokussiert in diesen englischen Wochen gearbeitet haben und glaube, wenn man ehrlich ist, hat keiner damit gerechnet, dass wir 23 Punkte holen müssen. Wenn man dann schaut, wie das Ganze zu Ende gegangen ist, mit was für einer Leistung wir in Minden gewonnen haben, gegen Coburg gewonnen haben und dann noch in Göppingen Punkte geholt haben und wir alle diese Punkte dringend brauchten, muss man das sehr, sehr hoch einordnen. Ja, vor allem die letzten Wochen mit extrem vielen Spielen, teilweise 4 Spiele auswärts am Stück, die englischen Wochen. Und ihr habt immer nachlegen müssen, die anderen, die Konkurrenz hat nicht gepatzt. Ein enormer Druck sicherlich für euch gewesen, oder? Ja, nicht gepatzt, ist noch tief gestapelt. Also es war alles dabei, vorlegen, nachlegen, teilweise im Spiel die Nachricht bekommen, dass dann doch Lemgo gewinnt. Also es war schon wirklich krass, muss ich sagen, was wir da erleben durften. Aber wir haben gezeigt, dass wir diesem Druck standhalten können und dass auch gerade die Spieler, die vielleicht in der ersten Hälfte der Saison nicht so überzeugt haben und noch nicht so viele Einsatzzeiten bekommen haben, uns enorm geholfen haben. Ja, du sagst es, Mimi Kraus war extrem gut, dann verletzt er sich in der wichtigsten Phase der Saison. Andere sind eingesprungen. Ist das auch ein Signal für dich gewesen? Ja, hier ist ein Team zusammengewachsen, hier fühle ich mich wohl, da bleibe ich. War das auch so ein Grund, dass du es gesehen hast, dass da ein Team ist? Auf jeden Fall hat es mich beeindruckt, ja, dass gerade auch junge Spieler oder Leute quasi ja, aus dem Nichts kommen, in eine Drucksituation reingeworfen werden, natürlich von uns auch motiviert und gepusht werden und die älteren Spieler und der Trainer nehmen natürlich so ein bisschen den Druck weg, aber dann Leistung zu bringen, das ist nicht selbstverständlich und das haben sehr, sehr viele gezeigt und das hat mich sehr, sehr stolz gemacht. Jetzt hat euer Geschäftsführer immer wieder wiederholt, wie wichtig eben in dieser Saison der Nichtabstieg ist, weil jetzt steigen nur noch 2 auf und ab. Ja, man kann sich jetzt wirklich in dieser Liga etablieren und wenn man so die Kaderplanung anschaut, die ja auch schon im Vorfeld recht weit war mit der Verlängerung eben von dir jetzt und aber auch von Mimi Kraus, der Verpflichtung von Manuel Späth, dann noch 2 Youngster, die kommen, Samuel Rödlisberger, ein Nationalspieler aus der Schweiz und eben auch ein Torwart, der dich da ein bisschen unterstützt.
wachsen kann und dir vielleicht auch noch ein bisschen Zunder geben kann, sind doch das tolle Perspektiven für die Zukunft. Auf jeden Fall. Also die Saison wird sicherlich keinen zum Ausruhen, weil wir natürlich neue Ziele haben. Wir wollen so schnell wie möglich da unten raus aus dem Tabellenkeller und dann wieder angreifen. Aber wir haben im letzten Jahr gemerkt, dass man demütig sein muss, dass man erstmal wieder gut in die Saison starten muss. Und wir werden jetzt sicherlich keine Platzierung ausgeben, oder ich jedenfalls nicht, sondern ich weiß, dass auch das wieder eine schwere Saison werden wird. Man muss sich finden und dann wollen wir, wie gesagt, schnellstmöglich Klarheit haben, dass wir drinbleiben. Ja, und was das Spiel von Johannes Bitter auszeichnet und was er noch in seinem Handballleben vorhat, darüber reden wir gleich im zweiten Teil des RECU TV Startgesprächs. Bleiben Sie also dran. Herzlich willkommen zurück zum RECU TV Stadtgespräch aus dem Cube über den Dächern von Stuttgart. Bei mir immer noch Johannes Yogi Bitter. Ja, alles schon erreicht eigentlich, aber trotzdem jedes Jahr setzt man sich neue Ziele. Wie macht man das? Na, jetzt ist gerade Sommerpause, da geht man wahrscheinlich auch so ein bisschen in sich und motiviert sich. Wer dich schon mal gesehen hat im Tor, der weiß, du kriegst das jedes Mal hin. Das hoffe ich, dass das auch in Zukunft so sein wird. Ja, also ich lebe natürlich als Sportler für die Spiele, das ist klar. Das Training ist die Arbeit und sagen wir mal, das Spiel ist dann der Spaß. Ja. So kann man das, glaube ich, so kann man das sehen und so versuche ich das auch von Woche zu Woche zu leben. Und weil im Spiel muss alles passen, da muss aber auch die Freude da sein, da darf nicht nur Druck da sein. Und davon lebt mein Spiel, von den Emotionen, von der Freude, die ich mit anderen teilen darf, die Reaktion, die vom Publikum kommt und da kann ich mich pushen und dann, wenn es passt, zur Höchstleistung treiben. Wer schon mal in der Scharena war, da ist es selbst im Winter so heiß wie hier heute ungefähr. Und wenn man dann aber spürt, dass dieser Funke überspringt, ja, wenn du die Zuschauer irgendwie aufforderst und dann kommt gleich eine Reaktion, das pusht doch, oder? Ja, das ist natürlich in dieser gedrungenen Halle, wo eine enorm hohe Stimmung oder enorm hohe Qualität an Stimmung auch herrscht, für mich total förderlich. Also ich liebe diese Stimmung und wenn man wie ich jetzt aus größeren Hallen auch kommt in der Vergangenheit, da ist dieser direkte Draht nicht so möglich. Und das habe ich für mich jetzt auch neu entdeckt hier in Stuttgart, damit ein bisschen zu spielen. Und da wir ein Team haben, was man, glaube ich, als eher ruhig bezeichnen darf, ohne jemandem zu nahe zu treten, glaube ich, freut sich auch die Mannschaft darüber, wenn einer so ein bisschen teilweise verrückt vorweg geht. Und sie mitreißt. Du bist einer, der oft auch oder gern auch über den Tellerrand hinausschaut und vielleicht auch viele andere Sachen aufnimmt. Und du musst dich auch selber organisieren, hast du eben schon gesagt. Das heißt, du musst auch selber für dich dein Training ein bisschen steuern, oder? Genau, also wir haben ja die klare Absprache, dass wenn ich in Hamburg bin, dass ich mein Krafttraining und auch die Regenerationseinheiten alleine mache. Das steuere ich für mich, da bin ich, glaube ich, erfahren genug. Die Trainer bekommen Bescheid, was ich gemacht habe und was nicht. Das ist schon alles sehr, sehr gut vernetzt bei uns, das wissen sie über jeden Spieler. Und wenn ich dann wieder hier bin, geht es in die Vollen und dann trainieren wir als Mannschaft. Und bisher hat das, wie gesagt, ordentlich geklappt. Jetzt ist Markus Bauer ein ehemaliger Mitspieler von dir. Ihr habt große Erfolge zusammen errungen. Spielt es in dieser Situation, in dieser Konstellation vielleicht sogar auch eine Rolle, dass das so funktioniert? Würde es bei jedem Verein funktionieren? Was glaubst du? Also es ist enorm förderlich, dass wir uns kennen. Der Schorsch weiß ganz genau, wie ehrgeizig ich bin, wie gerne ich auch trainiere und wie gut ich meinen Körper, glaube ich, auch kenne. Das hat er über all die Jahre erfahren, indem wir zusammengespielt haben. Jetzt sitzt er quasi auf der anderen Seite, aber ich glaube, wir reichen uns die Hände, sodass wir, glaube ich, insgesamt da das Beste nach den 60 Minuten im Spiel rausholen wollen. Und da feilen wir gemeinsam an der Steuerung. Wenn man jetzt ein bisschen in einem Alter ist, in einem fortgeschrittenen Alter, achtet man ja noch mehr auf seinen Körper. Also Körper, diese Themen, ja. Fitness und Ernährung sind so oder so Dinge, die dich auch interessieren und mit denen du dich beschäftigst. Genau, ich habe Sport studiert, ich habe viele Lehrgänge besucht, wo ich mich fortgebildet habe, was Training, wie du schon gesagt hast, auch Ernährung und allgemeine Fitness, auch geistige Fitness angeht, die habe ich besucht und ich liebe dieses Thema und werde sicherlich auch nach meiner aktiven Karriere im Handball in diesem Bereich irgendwie bleiben und da feile ich dann natürlich nebenbei dran. Du sagst es, du feilst nebenbei dran, also es gibt auch schon konkrete Geschichten, die parallel schon am Laufen sind, oder? Genau, also wie gesagt, die Trainerausbildung habe ich gemacht und ich habe Freunde, Partner in meinem Umfeld, wo wir auch an Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten und die Marke Drink Better wird sicherlich demnächst etabliert werden. Vor allem in Stuttgart. Vor allem in Stuttgart, ja. Hoffentlich. Nochmal zurück zum Handball. Was fasziniert dich am Handball? Ich meine, Fußball schreibt gerade eher negative Schlagzeilen. Und Cristiano Ronaldo hinterzieht so viel Steuern, wie wir alle verdienen können. Ausschreitungen bei Relegationsspielen. Sowas kennt man vom Handballsport nicht. Ist der Handballsport der ehrlichere Sport?
Boah, das ist jetzt eine Wertung, die schwierig ist. Also, weil wir ja alle irgendwie auch Fußballfans sind, komischerweise. Natürlich, ich bin auch großer Fußballfan und ich habe es bisher eigentlich immer geschafft, nie neidisch zu sein, weil ich sehe, dass der Markt einfach nur das befriedigt, was da, oder wie soll man sagen, der Markt ist einfach da, dass man solche Gehälter verdienen kann. Aber trotzdem sind natürlich da teilweise Auswüchse, auch im Umfeld mit den Fans einfach so, die mir auch nicht gefallen. Und da muss man sich ja sehr kritisch sein, weil beim Handballspiel sind in der Regel zwei Polizisten und haben das Ganze im Griff. Das reicht. Eben. Und auf dem Platz ist es ähnlich. Da geht es teilweise auch sehr hart zu. Ja. Aber danach reicht man sich die Hände eigentlich immer. Ja, ich glaube, dass es beim Fußballern, bei den Fußballern auch so ist. Also das darf man auch nicht zu hoch hängen. Wir Sportler untereinander sind eigentlich auch durchweg sehr, sehr fair. Das will ich den Fußballern nicht unterstellen, dass es doch anders ist. Aber natürlich kenne ich es beim Handball als ein sehr extrem gutes Beispiel. Oder sehe ich den Handball als extrem gutes Beispiel. Und dieses Beispiel werden wir noch oft in Stuttgart mit dir erleben. Vielen herzlichen Dank, Johannes Bitter. Wir freuen uns jetzt schon eigentlich, obwohl jetzt erstmal noch Sommerpause ist, auf die kommende Saison und hoffentlich viele Erfolge mit dem TVB. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und noch einen schönen Sommerurlaub. Danke, sehr gerne. Danke dir. Das war das Regio TV Stadtgespräch Spezial aus dem Cube in Stuttgart. Wir sehen uns bald wieder. Machen Sie es gut. Tschüss, auf Wiedersehen. Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern.